Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Und ich bin ganz stolz auf unsere Special Effects. Abrollbehälter, Aufführung war es nicht, ne? Also Aufenthalt und Führung quasi. Bei Großeinsätzen wird man diesen Abrollbehälter anfordern und den gucken wir uns jetzt gemeinsam mit der Nadine an. Hallo. Nadine, wollen wir hier auch noch mal reingucken? Ja, gerne. Hast du noch Lust? Ganz neu. Ganz neu? Wow, dann gucken wir mal rein. Ganz neu, ganz frisch. Alles klar, los geht's. Kommen Sie rein. Also, wenn das hier kein Stabsraum oder Führungsraum ist, dann weiß ich auch nicht. Also, ich bin gerade echt geplättet. Also, bin ja bei uns auch im Stab quasi in Neustadt. Und wir haben es auch ein EEW-2. Aber das ist natürlich echt nochmal eine andere Nummer, ne? Wahnsinn. Und er war schon im Einsatz. Und war schon im Einsatz? War schon im Einsatz. Boah, das ist ein Klopper. Und also, ihr könnt jetzt an der Stelle gleich mal kommentieren, wie ihr so einen Abrollbehälter findet. Ich bin komplett geflasht gerade. Du erzählst. Ja, also man kann sich halt hier mit seinen Laptops, mit dem Bildschirm verbinden, um irgendwelche Sachen zu besprechen oder aufzurufen. Man kann halt hier tatsächlich einfach nur Aufenthalt machen für Leute, die evakuiert worden sind, fürs Erste. Oder halt tatsächlich für die Führung nachher zum Besprechen von irgendwelchen Lagen, wie wenn Stab halt zusammenkommt. Dafür ist der gedacht. Ja, was ihr gerade seht mit dem Bild aufschalten, auch hier HDMI-Anschluss, ja auch natürlich mit so einem langen Kabel, wurde wahrscheinlich so auch dran gedacht, dass man mit dem Drohnencontroller sich verbinden kann, auch ein Drohnenbild, ein Live-Bild haben kann von der Lage. Das ist natürlich hier alles, man merkt schon, was da für Gedanken hinterstecken an so einem Fahrzeug. Das ist schon klasse, wie gesagt. Und wir brauchen jetzt auch nicht in alle Klappen reingucken, aber das ist schon echt eine Nummer hier. Hier ein Kühlschrank. Hier Mikrowelle. Alles dabei. Geiles Ding, ey. Ehrlich jetzt. Aber ich geplättet. Das ist nicht gespielt. Nee, jetzt. Ich habe ja auf die Kaffeemaschine getippt. Die ist natürlich auch wichtig. Dann wird tatsächlich bei unserem EW2 ein eigenes Fach. Aber hier ist Hygiene angesagt. Und was natürlich auch wichtig ist für den Einsatz, sind natürlich diese, dass man die Markise oben rausfahren kann, dass man sozusagen noch ein Vordach hat, dass man sozusagen vor der Einsatzführung quasi nochmal sich besprechen kann, treffen kann und sich so ein bisschen vorbesprechen kann. Manchmal macht man auch mit Magneten hier einfach Pläne draußen dran, dass man für die eingesetzten Kräfte das ein bisschen visualisieren noch kann. Also hier kann man auch schön Lagesprechung vor dem eigentlichen Führungsabrollbehälter machen. Finde ich super. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Abrollbehälterkonzept, einfach drunter kommentieren. Ich wette, die Kameradinnen und Kameraden aus Wedel werden antworten. Lasst mal, gefällt mir da. Ich bin mega begeistert und bin total gespannt auf den nächsten Abrollbehälter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, der Willi. Genau. Man kann sich halt hier mit...